Hallo, heute erkläre ich dir, was gemischte Brüche und was unechte Brüche sind und vor allem auch, wie du zwischen gemischten Brüchen und unechten Brüchen hin und her rechnen kannst, also wie du sie ineinander umwandeln kannst. Das wollen wir jetzt gleich anhand von Beispielen machen. Fangen wir mal an mit einem gemischten Bruch. Ein gemischter Bruch sieht zum Beispiel so aus. 2,5 ist ein gemischter Bruch und zwar, weil siehst hier zwei Anteile. Du hast einmal einen echten Bruch, die 1,5, und du hast eine ganze oder natürliche Zahl, die 2. Und in Kombination ist das zusammen ein gemischter Bruch. Und ein unechter Bruch ist zum Beispiel 23 Fünftel. Das ist immer dann der Fall, wenn der Zähler größer ist als der Nenner. Also wenn die Zahl oben ist größer ist als die Zahl unten, dann hast du einen unechten Bruch. So, und was wir machen wollen, ist einmal von gemischten Brüchen in unechte Brüche umwandeln und danach nochmal unechte Brüche in gemischte Brüche umwandeln. Und wir fangen jetzt einfach mal mit dem Umwandeln von gemischten Brüchen in unechte Brüche an. So, und das machen wir auch mit unserem Beispiel 2,5. Was du dir als Regel merken kannst, ist bei gemischten Brüchen einfach die Zahl, die ganze Zahl mit dem Nenner multiplizieren. 2 mal 2 und zum Zähler und den Zähler dazu addieren. Also hier 2 mal 2 plus 1. Und dann einfach den Nenner beibehalten, also durch 2 oder halbe. Und wenn wir das fertig rechnen, 2 mal 2 ist 4. Plus 1 halbe und das ist 5 halbe. So, das heißt, der gemischte Bruch 2,5 kann man auch als, oh, da habe ich natürlich mich verschrieben, das soll natürlich halbe heißen, nicht Fünftel. So, also 2,5 kann man auch als 5 halbe in einem unechten Bruch schreiben. Machen wir einfach noch ein paar Beispiele weiter. Und wie man sowas im Detail richtig rechnet, wird in späteren Lektionen noch zum Bruchrechnen noch viel ausführlicher erklärt. Aber das ist zumindest eine kleine Hilfestellung jetzt. Also einfach Nenner mal ganze Zahl und dann mit dem Zähler addieren, dann kommst du auf den unechten Bruch. Machen wir noch ein anderes Beispiel. Dann geht ihr da bestimmt schnell ein Licht auf. Nehmen wir 4, 2 Drittel. So, und wie wir gesagt haben, 4 mal 3 wollen wir multiplizieren. 4 mal 3 und die 2 addieren. Und den Nenner behalten wir bei. Das heißt 4 mal 3 plus 2. Bitte denkt dran immer, Punkt vor Strich. Das heißt zuerst multiplizieren, dann addieren. Also 4 mal 3 ist 12 plus 2 Drittel. Und 12 plus 2 ist 14 Drittel. Das heißt, unser gemischter Bruch 4, 2 Drittel ist das gleiche wie der unechte Bruch 14 Drittel. Und vielleicht finden wir auch noch eine Möglichkeit, das ein bisschen plakativer und anschaulicher darzustellen. Und zwar machen wir das anhand von einem relativ einfachen gemischten Bruch. Nehmen wir mal 2, 1 Viertel. Und wir alle mögen Kuchen. Und jetzt lass mich mal versuchen, das in Kuchen darzustellen oder aufzumalen. Also 2 ein Viertel. Wenn dir jemand sagen würde, stell doch bitte 2 ein Viertel Kuchen auf den Tisch, was würdest du dann machen? Genau, dann würdest du nämlich ein Kuchen und noch einen ganzen Kuchen, also zwei ganze Kuchen und noch einen Viertel Kuchen auf den Tisch legen. Das heißt, du hättest hier 2 1/4 Kuchen, genau wie unserem gemischten Bruch. So, und für unsere Übung wollten wir jetzt ja alles als Viertel auch irgendwie darstellen. Das heißt, was du machen kannst, ist, du teilst jetzt alle Kuchen tatsächlich in Viertel ein. Das machen wir mal hier. Wir schneiden die hier jetzt mal sozusagen virtuell durch auf unserem Blackboard. So, und dann habe ich nur noch Viertel. Und die kann ich dann zählen und sagen, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Viertel. Das heißt, wenn ich das als Viertel schreiben will, dann habe ich hier 9 Viertel. Müsste also
2 Viertel müsste das gleiche sein wie 9 Viertel. Lass uns das mal rechnen nach unserer Methode von vorhin, ob das auch wirklich stimmt. 2 1 Viertel können wir auch schreiben als 2 mal 4 plus 1 Viertel ist gleich 8 plus 1 Viertel und das ist 9 Viertel. Wunderbar. Stimmt. Gut, dann gehen wir zum nächsten Teil über, zum zweiten Teil. Jetzt haben wir gemischte Brüche in unechte Brüche umgewandelt und jetzt machen wir genau das Gegenteil. Jetzt wandeln wir unechte Brüche in gemischte Brüche um. Und zwar fangen wir an mit 23 Fünftel. Wie gesagt, ein unechter Bruch ist es immer dann, wenn die Zahl oben, also der Zähler, größer ist wie die Zahl unter dem Bruchstrich der Nenner. So, und was wir machen wollen, ist einfach den Bruch schreiben wir nochmal wie beim Dividieren oder Teilen nochmal separat hin und schreiben hier 23 durch 5 und rechnen das jetzt auch wirklich mal. 23 durch 5. 5 geht in die 23 viermal rein. 4 mal 5 ist 20. Das haben wir ja alles schon mal in der Lektion gemacht. Schau dir einfach nochmal die Lektion zur Division an, wenn du da Fragen hast. Ziehe ich das voneinander ab. 23 minus 20 ist 3. Und die 5 geht in die 3 nicht mehr rein. Das heißt, da bleibt jetzt ein Rest. Früher hätten wir geschrieben 4 Rest 3. Heute schreiben wir, weil wir das als Bruch hinschreiben wollen, 4 und dann schreiben wir auch 5 durch 3. 5 durch 3. So, das heißt, unsere 23 Fünftel kann man auch schreiben als 4 5 Drittel. Das ist genau das gleiche, nur anders geschrieben. Unechter Bruch, gemischter Bruch. Gut. Machen wir noch ein paar Übungen, dann wird es bestimmt gleich ganz glasklar für dich. So, 17 Achtel. Also auch hier einfach wieder dividieren. 17 durch 8. 8 geht in die 17 zweimal rein. 8, 2 mal 8 ist 16. Das ziehe ich mal dann ab, bleibt 1 übrig. Das heißt, der Rest 1. Jetzt schreibe ich aber 1 durch 8, also ein Achtel. Jetzt muss ich gerade mal schauen, ob ich das oben richtig gerechnet habe. Nee, habe ich nicht richtig gerechnet. Entschuldigung, was ich vorhin hier hätte eigentlich richtigerweise schreiben müssen, ist 3 durch 5 bleibt ja hier übrig und nicht 5 durch 3. Das heißt 3 Fünftel. Das habe ich hier auch falsch geschrieben. 3 Fünftel. Ja, der Zähler, der Nenner bleibt hier auch gleich. Das war einfach nur ein Schreibfehler von mir. Das heißt, das siehst du auch. Die 3 ist ja auch noch auf dieser Seite von dem Geteilzeichen. Das heißt, es bleibt oben durch 5, also 4 3 Fünftel. Und hier unten habe ich es aber, glaube ich, auch richtig geschrieben. Also, genau, 1 durch 8, 2 ein Achtel. Das heißt, das Ergebnis ist hier 12. 17 Achtel ist das gleiche wie 2 ein Achtel. Einmal als gemischter Bruch, einmal als unechter Bruch. Jetzt wollen wir auch hier nochmal versuchen, das bisschen grafischer darzustellen. Dazu nehmen wir noch einen relativ einfachen gemischten Bruch. Nehmen wir nochmal unsere grünen. 5 halbe. Ja, ist zwar ein kleiner Bruch, aber du siehst schon, es ist auch ein unechter Bruch, weil die 5 größer ist als die 2. Und jetzt schreibe ich das einfach hin. Da würde ich dich auch wieder fragen, was würdest du denn jetzt tun, wenn ich dich bitten würde, 5 halbe Pizza auf den Tisch zu legen? Dann würden wir einfach mal loslegen. Das ist eine Hälfte Pizza, eine halbe, noch eine halbe. Also eine halbe, zwei halbe. 3 halbe, 4 halbe und 5 halbe Pizzen. So, jetzt habe ich hier 5 halbe und jetzt könntest du natürlich auch sagen, naja, eigentlich ist das ja eine ganze Pizza, die zwei Hälften. Das ist auch eine ganze und da bleibt halt noch eine halbe übrig. Das heißt, eigentlich sind es ja 2,5 Pizzen, die ich hier liegen habe.
Ja, ist aber genau das gleiche wie 5 halbe. Und jetzt kontrollieren wir einfach nochmal, ob das rechnerisch so auch bei rausgekommen wäre. 5 halbe haben wir gesagt. Lass uns einfach die Division durchführen. Also 5 durch 2. 2 geht in die 5 zweimal rein. 2 mal 2 ist 4. 5 minus 4 ist 1. Das bleibt also ein Rest von 1. Und 1 durch 2 können wir auch als 1 halb schreiben. So, und das stimmt also. So, jetzt habe ich dir gezeigt, wie du sowohl gemischte Brüche in unechte Brüche umwandeln kannst und zurück. Ich hoffe, das hast du einigermaßen verstanden. Viel Spaß bei den Übungen und tschüss.